Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer German Freak ASMR aka Dennis, direkt aus der Bundeshauptstadt Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR Mukbang Video. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und auch hier ein neues Setting habe ich aufgebaut. Wie gefällt es euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, und heute hier featuring Köttbullar, schwedische Fleischklopse mit Kartoffelbrei, Preiselbeeren und ein Salat. Super, super lecker. Und ja, meine lieben Freunde, ja, wenn ihr das Essen mögt, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, teilt es mit der ASMR Mukbang Community, Freunde. Und ja, ich werde euch hier das Video erzählen, warum es so lange gedauert hat, ein neues Video aufzunehmen und ein Geheimnis über Köttbullar, Freunde. Also dranbleiben und los geht's. Aber bevor... So, jetzt erstmal ein paar Eiswürfel. Ich habe meinen Flaschenöffner vergessen, aber hey Freunde, ich bin ja geübt. Oder auch nicht. Jetzt. Naja, Vorführeffekt. Auf geht's, die Esspost. Ab geht die Esspost. Ich gucke gerade nur auf dem Mikrofon, ob das auch brav aufnimmt. So, lecker, lecker, lecker. Köttbullar. Jetzt erstmal schön gleich in die Vollen, Freunde. Oh. Da mache ich gleich die Preiselbeeren hier rauf. Was soll der Geiz? Und jetzt mit der Soße. Guck mal hier. Ach, das ist zu groß. Muss ich jetzt mal klein machen hier. Wow. Also. Ist, das ist jetzt mein dritter Versuch. Die letzten zwei Videos sind einfach total gefehlt, weil die Sounddatei war kaputt. Ja. Und dann habe ich die Videos aufgenommen. Und jedes Mal beim Schneiden habe ich dann gemerkt, oh, das funktioniert ja gar nicht. Da ist ein Rauschen, Knacken in den Videos und dann konnte ich die ganze Zeit ja die Videos nicht mehr benutzen, leider, weil der Sound einfach schlecht war. Naja, dann habe ich die ganzen Kabel ausgetauscht, habe ein neues Mikrofon hier gekauft und dann noch eine Aufnahme gemacht und dachte, alles wäre gut. Aber nein, schon wieder Knacken in der Sounddatei. Und ich war echt am Verzweifeln, muss ich sagen. Weil wenn du jetzt zweimal Video machst und das ist Schrott, dann ja, ist man da ein bisschen traurig. Aber ich war traurig. Ja. Ja, ich habe halt viel recherchiert in den Foren und ja, dann hieß es, vielleicht ist dein Aufnahmegerät kaputt. Ich habe ja so ein iPad, aber ein sehr altes, und da dachte ich, na gut, könnte vielleicht am iPad liegen, weil das auch schon ein bisschen älter ist. Und da habe ich mir ein neues iPad gekauft, habe einen Test gemacht und also bis jetzt, also wenn ihr das Video sehen könnt, dann hat es geklappt, hoffentlich. Wenn nicht, ja, dann raste ich aus. Sehr lecker. War echt total. Und mir ist aufgefallen, dass die Soundqualität eigentlich jetzt besser ist. Vielleicht liegt das ja an der Datenverarbeitung vom neuen iPad, weiß ich nicht. Oh. Genial. Total. Auf jeden Fall kann ASMR und Mukbang zu einem teuren Hobby werden, muss ich sagen. Und jetzt nochmal zu Köttbullar an sich. Das Witzige ist ja bei Köttbullar, dass das eigentlich einen osmanischen Ursprung hat. Tatsächlich, ich glaube, der schwedische König war, also einer der schwedischen Könige, war mal im Osmanischen Reich. Und denen haben die Köfte so gefallen, dass er dass er seine Köche angewiesen hat, sowas auch zu machen. Also aber im schwedischen Style. Ich denke, das müsste mal irgendwann um die Neuzeit gewesen sein. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert oder so. Ich weiß nicht, könnte ja, wenn ihr es besser wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Aber witzig, dass das eigentlich einen osmanischen Ursprung hat. Weil, wenn ihr überlegt, Köttbullar und Köfte, ne? Also ich meine jetzt von der Namensgebung her. Oh. Oh. Weil Köfte sind ja auch super lecker. Nur würziger, ne? Oh. Also, das ist ja richtiges S-Klasse essen. Freunde, S-Klasse. Wow. Wo ich vorhin die Flasche mit dem Messer hier aufgemacht habe, erinnere ich mich an eine Story. Das war, da sprach mich mal eine Frau an. Ich glaube, das war eine Touristin, die kam aus Asien und die hatte so ein Bier in der Hand. So, kommt sie zu mir und sagt, hey, kannst du das mal bitte für mich öffnen? Ich so, klar. Ich guck, was gibt's denn hier in der Nähe? So, womit ich ein Bier öffnen könnte. Und dann stand da so ein Baugerüst. Und dann wie zum Baugerüst, hab die Flasche rauf und dann so mit der Hand. Und da ging die Flasche auf. Und das Mädel so, von wegen, in Deutschland weiß man, kann man mit allem sozusagen ein Bier öffnen. Das fand ich sehr lustig, ihre Augen. Zwar ein Messer, aber wozu? Ein Messer benutzen, ne? Wenn man eine Gabel hat. Mal komm her. Essen wir mal vernünftig jetzt. Oh. Aber ich habe auch echt schon seit 12, 16 Stunden nichts mehr gegessen. Also ich habe richtig Hunger. Hm. Geil. So. Hm. So, meine lieben Freunde, alles aufgegessen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Spaß. Abonnieren nicht vergessen, wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest. Alle Links in der Videobeschreibung. Kannst ja Kanalmitglied werden. Ich freue mich, dich das nächste Mal zu sehen. In dem nächsten Mukbang ASMR Video. Und ja, bis dahin eine gute Zeit, eine gute Entspannung. Und wir sehen uns bald wieder, ja Freunde. Okay, alles klar, Freunde. Bis bald. Jetzt muss ich erstmal... So, bis dann. Ne? Tschüss.